Hi, ich bin gerade mit zwei Kumpels unterwegs, die ich auf gar keinen Fall aufnehmen darf, haben sie mir verboten und das kann ich gut verstehen bei dem, was wir gerade vorhaben. Wir sind in Polen und versuchen unsere Tauben zurückzukriegen. Also die von Vater und mir, ne? Machen gerade einen kleinen Zwischenstopp und dann legen wir gleich los. Meine beiden Kumpels waren früher mit mir bei der Bundeswehr. Deswegen habe ich die mal eben zwangsverpflichtet. Die beiden kennen sich zum Glück auch im Darknet ganz gut aus und haben da zwei Hinweise gefunden, wo sich unsere Tauben befinden. Und da legen wir jetzt mal los, fahren da jetzt hin und beobachten erstmal und schauen dann, was wir da machen können. Und wenn es möglich ist, dann melde ich mich nochmal wieder. Noch eins. Wären wir hier zur Justiz gegangen, na ehrlich, die hätten uns ausgelacht und vielleicht uns dann verknackt oder was. Deswegen nehmen wir das jetzt mal selbst in die Hand. Bisschen Kürze. So, laut Google Maps müssten wir jetzt eigentlich irgendwo an der Stelle sein. Wir haben noch eine Stunde gesucht, haben uns auf die Lauer gelegt, aber scheint niemand hier zu sein. Irgendwo in diesem Wäldchen. Aber da kann ja wohl keiner durchlaufen. Wir gehen mal ein Stück. Hier sind auch frische, relativ frische Radspuren. Nee, das wird ja alles immer noch schlammiger hier. Die anderen beiden sind einen anderen Weg gegangen. Also hier kann nichts sein. Wir gehen mal zurück. Oh, guck mal. Da kann man ja rüber gehen und auch rüberfahren. Über den Graben hier. Ich gehe da mal rein. Oh, ich sehe da schon was. Verflixt. Was ist das hier? Also im Wald scheint mir niemand zu sein. Wir gucken mal genauer. Was haben wir denn hier? Eine Feder von einem Checken. Und wenn ich... Ah, guck mal an. Ich habe nämlich einige Federn markiert. Mit einer ganz kleinen Markierung. Da ist eine dran. Das war also eine von meinen Tauben. Mindestens eine hierbei. So, ich werde mich noch mal weiter umgucken und melde mich wieder. Guck mal hier, ich habe was gefunden. Das ist ein Blatt Papier. Unten steht nichts drauf, aber wenn ich weiter oben gucke, sind da jede Menge Nummern von Tauben drauf und da steht eine Adresse. Leider keine Hausnummer, nur eine Straße. Aber ich habe eben mit einem von meinen Kumpels gesprochen. Der ist zu einem Viertel in Tscheche. Und er sagt, dass es wohl eine Adresse in Tschechien ist. Also machen wir jetzt auch den Weg, uns auf den Weg nach Tschechien und versuchen die Adresse zu finden. Falls ich kann, melde ich mich wieder. Bis dann. Es wird langsam dunkel. Wir haben es nach Tschechien geschafft. Sogar Google Maps hat jetzt aufgegeben. Und da hinten, also wir sind hier am Rand eines großen Waldgebietes. Und da hinten die Häuser, da ist so eine Halle. Da. Und da haben wir eine Voliere entdeckt. Und einer von uns ist gerade rüber zu forschen, was da läuft. Wenn er wieder da ist, melde ich mich mal. Bis dann. So, mein Kumpel ist wieder da. Und er sagt, er hat tatsächlich eine Voliere da gesehen. Mit etwa 50 Tieren drin. Aber kein Taubenschlag. Also wahrscheinlich nur eine Art Umschlagplatz oder sowas.
Wir warten jetzt, bis ganz dunkel ist und dann gehen wir da rein. Und dann schauen wir, ob wir da welche von unseren Tieren finden. Wir nehmen natürlich nur unsere mit, sonst könnten sie ja sagen, wir hätten die geklaut oder so. Nur, wo wir es auch beweisen können, dass es unsere sind. Bis später. Wir haben zwei. Aber sie sind hinter uns her. Mitten im Wald, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich finde, das scheiß Rot und ich und die anderen beiden sind unabhängig gelaufen. Verdammt. Verdammter Mist, verdammter Mist. Scheiße, scheiße, scheiße. Da hinten sind welche. Die sind da. Da ist er. Scheiße, scheiße. Denkt, das war alles nur gefaked. Das war ein Clickbait. Nur gestellt. Nur zu eurer Unterhaltung. Dann liegt ihr natürlich vollkommen richtig damit. Was aber nicht ganz so lustig ist, ist, dass es in der Realität leider auch immer wieder passiert. Wer gute Tauben hat, gut damit spielt, da dauert es nicht lange und er bekommt Besuch. Ganze Banden, organisiertes Verbrechen, wer deutscher Meister ist, kann seine Tauben auch abschaffen. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Ab dem nächsten Monat geht's wieder mit normalen Taubenvideos los. Und denkt dran, kommt ihr zu uns, kommen wir zu euch.